als der erste Teil, ganz auf jeden, also auf jeden Fall. Ne, hier ist kein Upgrade noch, glaube ich. Glaube ich zumindest. Hallo? Was mich jetzt ein bisschen wundert, könnte sein, dass es möglicherweise, dass die Untertitel ein bisschen versetzt sind. Also die Texte an sich. Muss ich wirklich hier lang? Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich hin muss. Ah, hier die Tür, okay. Sorry. So, mal kurz trinken. So, ich speichere gleich mal. So. Die Musik, oder? Das ist heftig. Also ich finde sie gut, die ist wirklich fetzig. Entschuldigung. So. Ich glaube, ich weiß schon, was sie ist. Der Crane-Meister normalerweise. Ist irgendwo? Nee, kommt nichts. Drück in einem Gegner leer, links, links, okay. Geht mir aus dem Weg. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hallo? Für diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Ah ja, okay. Gut. Spawnt halt einfach jetzt da oben, okay. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Wo überhaupt ist, das ist... Wo genau ist er? Bin ich falsch? Ah, da drüben. Oh, das geht sich aus. Das hätte ich mir jetzt eigentlich nicht gedacht. Der Move ist ziemlich fies gegen den eigentlich. Der Konter wäre geil irgendwie. Komm her. Oh. Komm her. Ja, das Konter da. Das nicht. Mist. Lauft. Flucht ist eure letzte Hoffnung. Alter, kletter hoch. Manchmal denke ich mir auch, was macht der Prinz? Ja, ich... Ist der nächste, bitte. Ein bisschen backt, muss ich so, muss ich zugeben. Alter. Hallo? Alter Schwede, was ist denn hier los? Lauft, wenn ihr noch könnt. Ich kann nicht mehr auf ihn hochspringen, das ist nicht so geil. So, mal kurz runter hier. Nochmal hoch zu ihm. Das ist eine bessere Möglichkeit, bessere Idee. So, mal kurz rüber hier.
Er beruhigte sich dann wieder, nämlich. Nö. Ich kann ihn einfach nicht schlagen, das ist... Aber ja. Schlag dich einfach so, vielleicht... Oh, jetzt bin ich tot. Alter, das ist ein richtig geiler Move. Richtig geiler Move. Gleich mal so richtig runtergekickt auch. Schön, Spielende. Yeah. Klappt gut, klappt gut. Klappt echt gut. Ja gut, 26 Minuten verschwendet, ja. So ein bisschen. So, gut, dann nochmal schnell hier rüber. Und nochmal zum Crane Meister. Warum auch immer das gerade nicht funktioniert hat, der Kampf, gucken wir einfach nochmal. Sonst muss ich wahrscheinlich hier die Datei austauschen. Und über GOG das Ganze starten. Ja. Ah. Ah, ja, zack, zack. Und zack. Ah, ja, zack. Lauft, solange ihr noch könnt. Und weg mit dir. So, jetzt ist er da oben. Schauen wir mal, ob wir jetzt ganz normal machen können. Ich bin mir nicht sicher. Also, dass wir nochmal gegen kämpfen können, ist eh fix, aber... Pfui. Ich liebe diese Wandläufe. Das ist einfach bei Prince of Persia so richtig nice. Geht's jetzt? Ja, ich muss immer ein bisschen warten, ja. Der nächste, bitte. Es ist eine Ehre für euch, mein Schwert zu sterben. Sehr nice. Okay, jetzt ist da oben. Ich weiß, das vermögt ihr besser. Was? Jetzt? Ah ja, wieder zurück, okay. Ach so. So ist das. Solltet ja eure Zeit besser nutzen und nach einem Versteck Ausschau halten. Oder ernsthaft? Ah ja. Zack, zack. Und bam, ich liebe den Move. Jawohl. Richtig nice zermetzelt. So, weg mit dem Schwert und vom Drehmeister das Schwert hinaufheben. So, hier ist, soweit ich das weiß, hier ist eigentlich das erste, ist eigentlich das erste Waffe-Upgrade, das erste Upgrade, ich bin mir nicht ganz sicher, wo das ist. Ist es aber nirgends, oder? Weil. Ist ein Schalter links neben der Treppe. Normalerweise müsst ihr verlangsamen benutzen, aber so früh im Spiel ist, hat man diese Fähigkeit noch nicht. Also aktiviert den Schalter, springt schnell über das Geländer auf die Treppe und rollt wie ein Irrer die Stufen hoch und durch das Tor.
Ja. Ich weiß nicht, ich würde sagen, das ist da drinnen, ne? Weil hier auf eine Stiege runterspringen ist irgendwie nicht, ne? Also hier definitiv nicht, ne? Also, ja. Schauen wir mal einfach mal, wenn wir da reinlatschen. Alter, ernsthaft? Sind Gegner. Aua. Vernichtet ihn. Ich weiß es nicht, vielleicht. So, beide tot. Du bist auch tot. So. Weggeschnitzelt. Okay. Vielleicht ist es vergangen, hat auch irgendwas anderes gemeint. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Es könnte auch sein, dass wir erst später hierher kommen, wieder nochmal zurück. Weil es. Das Spiel ist halt so, dass es immer so ein bisschen ist, die Vergangenheit und Zukunft. Also Gegenwart, das wechselt immer so ein bisschen hin und her. Steuerung mit der Maus ist nicht so prickelnd. Hoppla. Ja. Wir wissen, dass du Rückwärtssalto kannst. Würde ich auch gehen können, kann ich aber nicht. Man kann nicht alles haben, ne? Willst du mich verarschen? Ich wüsste nicht, wo hier ein Schalter gewesen wäre draußen, also, naja. Wir werden es schon finden irgendwann. So. Okay, unsichtbare Wand, stoß mich einfach hinunter. Ja. Spielende. Ach ja, Jemini. So. Warte, ich wechsle mal kurz raus und hau mir eine andere Erklärung rein für die Live-Upgrades. Wartet mal einen Moment. So, da bin ich wieder zurück. Hab nur kurz reingeschaut. Ich weiß leider nicht, ob es mit aufgenommen wird oder nicht. Wir sind jetzt tot. Wir müssen das alles nochmal machen. Yeah, ich stehe drauf. Alter, das Schwert von dem Greenmeister ist ja ein bisschen pervers. Das one-hittet alles. Das ist richtig nice, das Schwert. Es ist cool, dass. Alter. Ernsthaft. Krieg dich wieder ein, Vorhang. Krieg dich wieder ein. Na toll. Ich hab gerade das Schwert verschwendet. Gut, dann nehme ich die Axt mit. Soll nichts Schlimmeres passieren, als wenn wir die Zweitwaffe verlieren. So. Also laut dem hier ist es das zweite Upgrade, das man bekommt. Alter, hier, das ist ziemlich strange. Also schauen wir mal. Das erste Upgrade ist jetzt, wenn man. Okay. Die Fallen sollten reaktiviert werden, meiner Meinung nach. Ah ja, ja. So, ich trinke mal kurz was. Ah, schön. Speichere das Ganze hier.
Was für ein Zauber ist das? Mit dem sexy Booty. So, ihr erhaltet Erinnerung. Diese Macht lässt euch die Zeit zu einem Punkt zurückdrehen, an dem ihr noch sicher wart. Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, ziehen und festhalten R, um die Macht freizusetzen. Ja, also das ist jetzt im Prinzip das Dolch-Ding. Hier flimmert's ganz böse. Es scheint, als habe ich eine der Zeitkammern entdeckt, von denen der alte Mann sprach. Yep. So, jetzt sind wir hier. Das geht ja schnell voran. Trinken brauche ich nicht unbedingt. Also speichern muss ich nicht unbedingt. So. Die Fallen funktionieren wieder. Wie man sieht. Da drüben ist auch wieder ein Gegner. Pfui. So, so macht das ein bisschen Spaß. Komm her. Gut. Vernichtet ihn! Alter, ernsthaft? Jetzt schon? So, ich muss jetzt natürlich wieder irgendwie da hochkommen, wo ich vorher runtergeklettert bin. Das ist nicht ganz so einfach vielleicht. Yep, ich werde mir meinen Weg suchen, danke. Haltet den Eindringling auf! Ich werde meine Waffe sicherlich treffen. So. Achso, ich kann mir eine neue. Ich wüsste nicht, warum ich meine Waffe werfen sollte. Ganz ehrlich. So, Waffen. Ah. Da war gerade Diebstahlkunde. Warum auch immer. So, hier kurz irgendwo. Oh ja.